Und das Abenteuer geht weiter, Freunde. Hier bei A Link Between Worlds. Aua, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe, dämlichen Schweine. So, ich überlege gerade, was wollte ich denn gerade machen? Ich bin ein bisschen durch den Wind und soll ich ein bisschen voraufnehmen und vorproduzieren bin. Mal überlegen, gut, das goldene Schwert haben wir ja. Tempelmädchen ist nur noch einer. Alles klar, soweit. Gut. Maima ist müssen wir eigentlich soweit auch alle haben. Ein paar neue Herzchen auch nicht schaden, genau. Ja, das Spiel ist schön. Und die Musik erst. Aber die Geister sind ein bisschen doof. Aber irgendwie schon seltsam, dass die Geister hier bei Lowwool irgendwie zwei Treffer einstecken können und die bei Highwool nur ein war. So, im Friedhof, genau. Die Position stimmt soweit. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch machen können vom Gebiet her. Ja. Jetzt gar keins mehr. Mais, haben wir eher echt alle, ist das geil. Aber der Eingang fehlt irgendwie noch, war zum Todesberg, genau zum letzten Tempel. Ach du Scheiße, irgendwie gar keinen Bock drauf, aber natürlich muss der auch noch sein. Der Todesberg in Lowwool, der irgendwie so komplett anders ist wie in Highwool und andererseits doch wieder der gleiche Mist. So, egal, wir gehen jetzt mal einen, genau, ein Mai fehlt noch. Wo ist denn das? Du. Hier im Baum ist es nicht. Das wäre nicht zu erwarten. Oh Mann. Na egal. Wir finden es schon, Freunde. Wir finden es schon. Vermutlich ja eher so an deinem großen Stein war, weil die konnte ich ja bis vor kurzem noch gar nicht anheben. Hallo, gehst mal drauf. Dankeschön. Und deswegen ist halt die Vermutung nahe, dass es dort sein könnte. Hier zum Beispiel könnte es sein, bist du hier drunter. Da ist sie auch schon. Ich hab's ja kaum gehört, aber ist egal. Hauptsache wir haben's. So. Du haust auch ab, Kumpel. Ich will nichts von dir hier. Hallo? Geht doch. So, Maima ist erstmal am Todesberg und dann glaube ich noch zwei da rechts unten, wa? Genau, das war dann Sumpfgebiet oder Wassergebiet, Wassertempelgebiet, wie auch immer. Was macht da? Will gar nicht. Du. Highwool? Kann ich ihn nicht Highwool und Maima-Gebiet gleichzeitig? Nö. Geht scheinbar nicht. Okay, zum Todesberg Portal, wenn ich mache das am besten. Will ich erstmal zu ihres Turm zurückfliegen, dann durch ein Portal und gucken, ob ich dann so zurückkomme? Könnte doch auch gut gehen, wa? Das wäre eine gute Sache, okay, von mir aus. Und da sind wir wieder. Lala. Zurück am Friedhof. Hallo. Tschüss. Tschüssikowski. Leonara, goodbye. Du musst auch sterben, weil ich so will. Ein Monsterherz, geil. 23 Herzen, cool. Also theoretisch, wir können 23 Mal sterben, war, wir haben nur 23 Leben. Schön wär's. Aber wir sind kein Monster, von dem her klappt das auch nicht. Und der blaue Link wurde ganz kurz mal rot. Jetzt auch nichts mehr, war. Okay, Boris, genau. Boris, ja, der Boris, der ist verheiratet mit der lieben Doris. Was? Egal, so Quatsch. Oh, sorry dafür. War nur gerade ein bisschen überlegen, was ich hier genau machen soll, wo ich durchgehen soll. Und dann ist es halt so von mir oftmals mal so ein dämlicher Reim oder Spruch daherkommt. So, jetzt bin ich hier im Gebiet vom Schloss. Da sind noch zwei Maimais. Nö, ich höre ja auch nichts. Crazy. Du. Die oben vielleicht? Hallo, Mai. Nö, hör auch nix. Lass mal nachgucken, nö. Mach ja die Pegasus-Stiefel. Wow. Aua, Mann. Von Arsch gepikst, hey. Und wow, nicht in die Schulter. Der Bombenfreak, der stört mich auch ein bisschen. Auch nichts im Wasser, also auch nicht. Mann, was sind denn die Maimais? Mann, nochmal ab! Geht doch. Ich oben eventuell noch eins, ja, noch Herzteil, war. Das haben wir bereits, genau. Drunter vielleicht? Nö. Ich höre einfach nichts. Ich höre nichts. Außer die Musik, die ist gar heil. Typisch halt Legend of Zelda Mucke. Wir schreiten voran, geradeaus und auch ein bisschen quer. Oh, mal das Gebiet.
Da bin ich bereits beim Ostpalast. Dort haben wir bereits eine Mai-Mais. Zwei Stück fehlen hier noch beim lieben Gesangsfang. Wo sollen die denn sein? Haus zu eventuell? Irgendwo muss ich doch übersehen haben. Vielleicht im Wald, wo Griba? Temporubinjagd wäre auch eine Variante, wa? Nee, Temporubin habe ich doch bereits gemacht. Fragen über Fragen bloß, die Antworten fehlen noch. So, alles weg hier, alles weg, alles schön. Dankeschön. Die eventuell? Ja, komm schon, hörst du was? Nö, hör nix. Nee, hier ist alles ruhig, oh Mann, oh. So, dann unten durch. Wie die Monster müssen auch im unten durch bei mir. Haha. Du. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier nicht. La 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 la. Und der muss auch drauf gehen. Ja, er muss. Ah, da oben ist es. Ich höre es gerade. Stimmt, ich erinnere mich. Da muss ich ja schnell hin und her switchen, wa? Das war ja so ein bisschen seltsam. Wupp, und dann. Oh. Ist zu hoch, aber ist dann an der Wand noch eins? Nee. Das habe ich auch schon bereits. Geh ho. Fotografiert, hä? Wandmaleral-Style, wa? So, weg. Und hier drunter müsste es also sein. Und hier ist es auch. Toll, fehlt noch eins. Vielleicht doch ein Filzzug. Könnte das sein hier drin? Das spricht im Welt drin hier. Ja, muss ja fast, wa? Wo soll es denn so sein? Lalalala. Weil hier war, glaube ich, noch kaum drin. Das ist eigentlich eh schon. Hier war das letzte Mai Mai. Abgesehen natürlich von den drei noch da oben. Am Todesberg, die hole ich mal ein anderes Mal. Ja. Wenn man sagen, aus dem Todesberg war und gucken, wie wir jetzt dort am schnellsten ins in Konterpart von Lowul gelangen. Du la la la. Ich finde es vor allem ganz genial deswegen, weil ja, Lowul, Hyrule sind wie gesagt so Gegenstücke und ihr erinnert euch vielleicht noch an Ocarina of Time und Majora's Mask, weil dort war es ja auch so, dass Hyrule und Termina, da waren zwar irgendwie die gleichen Charaktere, aber trotzdem hatten sie irgendwie andere, naja, eine andere Rolle, eine andere Persönlichkeit, irgendwie doch wieder die gleiche und einfach irgendwie trotz allem, obwohl sie gleiche Personen waren wie hier auch, waren sie trotzdem verschieden. Es ist eine Art halt Parallelwelt und dazu gibt es hier auch noch einen kleinen Hinweis bezüglich halt, weil ich schon öfters gesagt habe, wegen Majora's Mask Remake und so, nicht wahr? Genau, so eine Frucht fehlt mir noch. Ich will ganz kurz holen, eine Fluchtfrucht, weißt du das? Genau, Mann. Auge draufgeworfen, genau. Zup. Dankeschön, die Fluchtfrucht. Yeah, Mann. Geil. Ja, was sagen wollte, genau, wegen dem Todesberg und so. Fluchtfrucht, ja, aber ich sage, wenn ich zurück. Was ich sagen wollte, es ist so, wir haben hier im Spiel verschiedene Andeutungen darauf. Zum einen mal, gut, hat mir bereits darüber aufgeklärt, aber ich bin ein bisschen fehlinformiert gewesen. Wegen dem Gegner, ich bin gerade im Wüsten. Nee, Moment, nicht Wüstentempel. Im Sumpfpalast, war. Da hatten wir ja als Endboss dieses riesige Auge mit kleinen Augen, das drumherum geschwirrt ist. Und das gab es bei Majora's Mask ja auch. Nur ist es scheinbar so, das wusste ich gar nicht mehr, dass das Vieh auch bei Link to the Past vorkam. Ah, hier haben wir ein Portal, schön. Und deswegen ist eigentlich ein Link to the Past nach Majora's Mask integriert worden. Naja, okay, von dem her halt doch vielleicht kein Hinweis auf ein Majora's Mask. Wie mega, mein ganz. Oh, der ist richtig gewesen, cool. Ja, genau. Majora's Mask, genau deswegen. Erstmal natürlich Majora's Mask selber, das wir hier bei der Hütte hatten bei uns zu Hause. Dann die ganzen Maskenspiele, die es noch gab hier in Lowul. Und jetzt sieht man auch hier, der Todesberg hier in Lowul ist komplett verschneit. Wie auch der Todesberg, oder sprich halt das Gebiet, wo die Goronen gelebt haben. Majora's Mask in Termina, war ja so ähnlich. Du. So, komm runter, Kumpel. Bam. So, wir sind endlich hier. Der Todesberg in Lowul. Voll verschneit und so. Ein geniales Wetter, vor allem für die Weihnachtszeit. War, ich glaube, diese Party müsste, glaube ich, ungefähr am. Wann kommt der? 25. Dezember, kann das sein? Oder 28. Je nachdem halt so Weihnachtszeit rum. Und deswegen, ja, vielleicht schneit sie dann auch. Obwohl sie immer heißt, so grüne Weihnachten. Da spricht halt die Erderwärmung. Ja, wir haben vermutlich nichts draus aus den berühmt-berüchtigten und so schön herbeigesehnten weißen Weihnachten. So, verschwinde mal. Und da ist der Weg und er kommt nie wieder. Der auch nicht.
sehr schön. Da verschwinden sie eins nach dem anderen. So soll's ja auch sein. Lalala, lalala, lalala. So, der Weg ist ein bisschen kurios hier, was? Ein bisschen anders aus als drüben. In Haiwul, tschüss, du dämlicher Hornochse. Was ein Horn, cool. Wie wurde denn der ein Horn? Ach so, ja, verstehe schon. Nein, ich hab's verstanden, Kein Hinweis nötig. Wow. Du hast auch so ein Horn zwischen, nein, du weißt schon, zipp. Nö, hat er nicht, okay, der hatte kein Horn. Ist hier unten noch etwas? Ah, da rechts, ja, aber da rechts wäre was anderes. Da kam ich so schnell nicht rüber. Verschwinde mal. So, auch mit dir, Link. Gut gemacht. Seid Link, ja, du schaffst das, du bist der Größte. Der Linky Boy ist der Größte. Naja, hier ja weniger. Ist was wieder ein Kind, doch das macht nichts, er kann das Masterschwert trotzdem führen. Pff. Ja, wenn wir gerade beim Thema sind, Masterschwerten so. Oh, sind die ganz fetten Teiler. Feuerstab, hallo, bist du. Ah, da ist er, gut, dankeschön. Mach sonst noch etwas, falle ich noch nicht schaden. Wenn wir schon mal beim Thema. Genau, Masterschwerten so, sind ein kleiner Link und so. Wissen noch, bei Ocarina of Time, da muss der Linker erstmal 7 Jahre lang reifen, weil er zu klein ist für das Masterschwert, um der legendäre Held zu werden. Mhm. Ja, und dann später bei The Wind Waker, weil dann Kind, toll, durfte trotzdem das Masterschwert führen, wurde nicht mehr eingeschlossen 7 Jahre lang. Das ist ein ganz dringend, dass er Ganondorf sofort vermöbelt hat, obwohl er ja eher selber vermöbelt wurde, anstatt dass er Ganondorf vermöbeln konnte. Und hier jetzt bei Link Between Worlds, ich meine, ja gut, ich würde eher sagen, es ist ein Teenager, wa? Irgendwie so, naja, zwischen Kind und. Ja, zwischen Kind und Erwachsenen. Ja, so ist das halt im Wandel der Zeit. Aber sonst überall, ich meine, gut, Oracle's Time, da weiß ich nicht genau, ob Link da ein bisschen älter war oder gleich alt oder so, oder eher gleich alt war. Ist sowieso das Gleiche von dem her. Ich meine, die gleiche Spielserie oder die gleiche Timeline. Ich war, glaube ich, sogar ein bisschen älter als bei Links Between. Links habe ich schon. Links. Nein, Moment. Link to the Past, so, dankeschön. Genau. Dann hatten wir noch Twilight Princess und Skyward Sword, oder war sowieso Teenager, war. Die sind noch ein bisschen älter, man, hier schätze ich ihn auf etwa 14, 15. Hat Twilight Princess, Skyward Sword, noch Queen of Time und Zukunft war halt schon, ja, 19, war. Moment mal ganz kurz, doch Queen of Time war garantiert 19, weil das weiß man ja. Wenn man das Wind Waker zurückrechnet, weiß man, dass er dort 19 ist, aber Twilight Princess und Skyward Sword war dort 17, 19, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. So, noch einmal, ganz geil. Hier auf dem Todesberg, genau, Heras Turm. Aber hier gibt es nicht Heras Turm vorne, sondern hier gibt es was anderes. Und zwar einen berühmt-berüchtigten Ausdauerkampf. Der ist eigentlich. Ja, ich sag mal so. Ausdauerkampf kann man machen. Ich würde ihn vor allem da machen, wenn ihr mehrere Herzen habt und vor allem auch bereits noch einmal gesammelt habt, weil sonst könnte es ein bisschen eng werden. So, versuch's trotzdem mal. Und da ist ja auch schon die nette kleine Dame vom Todesberg. Hallo, kannst du. Ja, danke schön. Hey, du da, ja, der muskulöse junge Mann mit dem Schwertmann. Du kannst aber Kraft kaum laufen. Komm rein und versuch dein Glück. Ausdauerkampf, na, was sagst du? Dann kostet bloß und Rubine. Ist das geil, Mann? So. Denn sind ganz simpel. Genau wie du. Muss. Kommt eine Menge Gegner und du musst sie besiegen. Hehe, na, dann willst du auch nichts mit dem 100 Rubine-Kurs beginnen. Hehe. okay, Mann. 100 Rubis, kein Problem. Hier entlang, zeigen, was ein Hantel ist. Hantel? Kein Gewichtstämmer. Oh Mann, oh Mann. Warte mal, Verzeihung, Verzeihung. Haben noch etwas vergessen. Ja, was denn? Lebensversicherung gibt's keine. Okay. Hier sind die Würmer von Heras Turm? Tatsächlich. Mini-Moldarms. Ja, Mann! Die Gegner hier. Ja, du bist der größte Mann! Oder auch. Scheiße, ich hab ihn auf ihn gewettet. Verdammt, wie hat er gewonnen? Und ein paar Krabben! Ein paar Krabben zum Abendessen, wäre das Wasser? Nee, ich bin jetzt der Krabbenesser.
Ich bin nicht ganz so der Meeresesser, ich beziehe mich da lieber auf Tiere und so, die an Land leben. Ja, Mann, obwohl ja ab und zu vegetarisch auch ganz lecker ist. Aber veganisch, ganz ehrlich, ich kann bis heute vegan nicht verstehen. Ich meine, vegetarisch kann ich durchaus verstehen, dass man sich so ernähren möchte und so leben möchte, kein Problem. Aber vegan, ich meine, klar, ja. Ich meine, ist auch eine Lebenseinstellung, wenn er sagt, ja, ich will veganisch und so sein, okay, soll er von mir aus. Ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen. Man, veganisch, ich kann es ja keine Milch und so, keine Kartoffel, doch Kartoffeln natürlich schon. Keine Milch, keine Eier. Weil es halt von Tieren hergestellt wurde, nicht wahr? Oh. Hallo Muldam, hä? Ja, dann fragt man sich halt schon, wie wollen die überhaupt überleben, von allen wichtigen Nährstoffen profitieren, weil der menschliche Körper braucht er trotzdem. Okay, goldenes Masterschwert, for the win! Und der menschliche Körper hat da trotzdem gewisse Nährstoffe und die kannst ihm so eigentlich zuführen. Das ist irgendwie seltsam, oder? Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Scheiße, ich habe verloren, nein, ich kriegst alles, meine ganze Kohle, nein. Ja, die haben alle gegen Link gewettet, wa? Schön doof. Von denen, egal. Fertig, du bist ein Nachwuchstalent des Jahres, Mann. Bist du geil, Mann. Du hast ja bloß 51 Sekunden gebraucht. Und jetzt verbesserst, gib ich dir ein paar extra Rubine. Also nicht nachlassen. Was? Kannst du beim nächsten Mal einen Sonderrubine-Kurs wählen? Okay, krieg ich jetzt das Herzteil bereits oder nicht? Ah, okay, muss ich jetzt ein zweites Mal machen. Dann krieg ich ein Herzteil. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Kurs, Freunde. Den müssen wir auch noch machen am Schluss. Weil da gibt es noch kein Herzteil mehr. Aber zwei Upgrades für unsere Items. Und. Aber der ist ziemlich übel. Den mache ich erst am Schluss. Ich glaube, du machst sogar Nacht Oktoball. Oktoball, Schrottoball. Das wird jetzt da rechts weitergehen, ganz ehrlich, aber ich habe noch knapp etwa. Ja, ich würde sagen 3-4 Minuten, wa? Es ist unsere kaum noch da rechts durchzugehen. Ihr wisst was? Ich mach nochmal einen Ausdauerkampf. Die zweite Ebene, hol mir. Jupp, das Herzteil. Dann los, Mann, sondern wenig was. Ja, sind für mich. Ja, für wen auch sonst. Hier entlang, sagen wir der beste. Catcher ist. Tschüss. Oh Mann, eine Lebensversicherung, toll. Erdgeschoss, Start. So, wieder Stockwerk. Überattacke. Egal. Wenn ich dann erwischt, aber was soll's. Es geht natürlich Schlimmeres. Und da sind sie auch schon. Du. Die kleinen nervigen Fledermäuse, meine Fresse. Der Rabe. Oh, Knalle? Wird immer lamer. Mensch, das Kind. Oh! Ich will vielleicht der Hammer ganz gut, wa? So geht's zwar auch. Hammer ist viel cooler, dann krieg ich viel mehr von denen. Boom! Sag ich um, so, und hier nochmal. Oh, Mann! Hat mich das Teil mit so einem kleinen Zipfelchen noch erwischt. So, wow. Okay, ihr seht schon, wir kommen mit 18 Herzen eigentlich relativ gut durch. 18 sage ich schon, 17 Herzen natürlich. Ich habe mit dem goldenen Masterschwert eigentlich kein Problem. Trotzdem, lieber mal ein bisschen vorsichtig sein, weil es sind immer mehr Ebenen. Zyklop da oben. Wow, geil, Mann. Doch, Menno, wieso? Hallo? Wie bist du denn? Oh. Ja, doch gegenseitig. Haha, gegenseitig getroffen. Schön doof und tschüss. Die sind doof, Mann. Ja, wissen sie auch. Rat. Okay, was macht ihr jetzt? Die machen gar nichts, ey. Oh Mann, was ist denn das für eine Pfeife? Was haben wir jetzt hier Schönes? Die Maskendinger. Aua! Okay, bringt scheinbar nichts, weil brauche doch einen Enterhaken. Hilfe! Nö, bringt gar nichts, also ich schmeiß den Rand runter. Eis eventuell oder doch? Nee, gut. Geh nochmal sicher und nehmen den Enterhaken. Zack! Haben getroffen und down sind sie. Oh, wo ist meine Maske hin? Oh. Sag ich, bumm, die gibt es ja auch schon bei Troller Princess. Die Viecher. Oh. Hallo zusammen.
Guck mal, boom. Und weg sind die Bänder. Oh, nur ein Skelett, hey. Von der Mumie zum Stahlfoss, wa? Naja. Wobei ich sagen muss, die Stahlfoss ist ja ziemlich lame. Da ist er ja. Ich will schon nach. Ja, yeah, Mann, ich hab keine Chance. Rutschiger Boden. Wäre ein bisschen doof und. Burn, Baby, burn. Spann. Halt doch mal ab, hey. Tschüss. Oh nein, ich will nicht. Da waren es bloß noch 10 Herzen. Okay, okay. Oh nö. Das hier oben. Ach du Scheiße. Ah. Ja, verdammt. Verdammt mich. So. Da bleib stehen. Voll erwischt, das war auch noch. Wumm. Und das war's bereits wieder. Mit dieser Etage. Wie viel sind's noch? Okay, jetzt sind wir jetzt bei der 12. angelangt. Und dann bereits 12 hinter uns, war genau, eher 12 hinter uns. Boom. Wow. Und Tschüssikowski. Untergefallen, Mann. Scheiße, wir verlieren unser ganzes Geld noch. Oh. Mondsternwerfer, Hilfe! Du kriegst mich nicht, Entschuldigung, komm in die falsche Richtung. Aua! Du Arsch! Zwei Treffen weg, war. Okay, auch schwächer als früher. Ach du Scheiße! Feuerstab! Nein! Das muss ja passieren! Ich hab doch schon kommen sehen, ey! Oh no, schon zu Ende! Alter, sogar 100er hier! Nicht schlecht, Herr Spechzig. Portal, Moment mal, noch ein bisschen was einsammeln. Noch verdammt. Nicht mehr alles gekriegt, aber trotzdem, ihr seht schon, hier kann man ordentlich was abstauben, hey. Willkommen zurück, Mann, du bist ja unser Spitzentalent, wa? Du hast so 2 SS-Twins gebraucht, ey. Wir sind ja besser, und hier ist Pikes-Rubine. Warte mal. Na, du bekommst einen Preis. Das Herzteil. Und wir haben 18 Herzen. Geil. Dann noch in den Kurs. Ja, genau. Da ist die über 50 Ebenen. Hey, nee, mach ich ja später. Tschüss. Ja, tschüss. Hau doch mal ab, Mensch. Du. Ja, das ist ein Sportsfreund. Tschüss. Ja, tschüss. Freunde, 18 Herzen, das ist ganz geil, aber trotzdem, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Party wieder hier bei A Link Between Worlds. Dann gehen wir zur Eisruine. Ciao zusammen.